Hallo Menschen, heute möchte ich über Der Schwimmer von Zsuzsa Bank reden, was, so viel schon mal vorweggenommen, ein sehr, sehr tolles Buch ist. Wir folgen hier zwei Geschwistern, nämlich einmal Katha und Isti, ein Mädchen und ein Junge. Nachdem ihre Mutter den Vater der beiden anscheinend recht überraschend verlassen hatte und aus Ungarn in den Westen floh. Die Kinder verstehen das aber gar nicht so richtig, sie wissen auch nicht, was der Westen sein soll und warum man aus Ungarn fliehen müsste. Die drei Zurückgebliebenen ziehen dann immer so ein bisschen von Verwandtschaft zu Verwandtschaft. Sie haben kein eigenes Haus mehr, kommen immer bei anderen unter. Und der Vater, auch wenn das nie so in Worte gefasst wird, aber ich würde sagen, leidet zumindest an depressiven Episoden, beziehungsweise ist halt einfach nicht wirklich in der Lage, seinen Kindern irgendwie so eine warme, glückliche Umgebung aufzubauen, auch wenn er sie durchaus liebt und sie ihm am Herzen liegen, aber über weite Strecken nimmt das sie auch gar nicht wirklich wahr. Und die Kinder kennen die Krankheit Depression natürlich nicht so direkt und sie nennen das dann immer, er taucht, Vater ist tauchen und fragen auch so, wie lange taucht er denn schon, wann kommt er wieder, wann können wir wohl wieder mit ihm reden, und das ist schon so herzzerreißend, das setzt auch den Ton für die übrige Geschichte. Also es ist nie sehr fröhlich, selbst wenn sie versuchen, so das Beste immer aus der Situation zu machen. Zu dieser Gesamtsituation gleich mal ein Zitat. Wenn es das gab, wenn es das geben konnte, dann hatten wir, unser Vater, Isti und ich, für dieses Leben, das auf irgendeine Weise doch uns gehörte, etwas wie eine stille Abmachung getroffen, die uns verband. Unser Vater nahm uns mit, er suchte Häuser für uns, in denen sich irgendwer um uns kümmerte, und Isti und ich, wir fragten dafür nicht länger, wann unsere Mutter zurückkommen würde oder wann wir zu ihr fahren würden, auch wenn wir hätten fragen wollen. Ich bestimmt mehr als Isti. Wer uns verlassen hat, dem fahren wir nicht nach, sagten Isti und ich. Und wir sagten es wie etwas, an das wir nicht glaubten, aber von dem wir uns überzeugen wollten. Und je öfter wir es sagten, desto eher konnten wir es für wahr halten. Was uns gehörte und was wir zu kennen glaubten, war wenig, und es aufzugeben war unmöglich. Unser Leben, so wenig es seit langem auch war, war doch unser Leben, und wir weigerten uns, dieses Etwas in Gefahr zu bringen. Wir hatten Angst, selbst das könnte uns verloren gehen, wenn wir es für einen Moment verließen. Und hinter diesem eher privaten Aspekt steckt dann aber auch noch so ein bisschen Politik und Geschichte von Ungarn, die ich, eher ignoranter Mensch, natürlich erstmal googeln musste. Also später im Buch kommen dazu auch noch ein paar mehr Hinweise und direkt auch eine Jahreszahl. Und je nachdem, wo ihr euch über das Buch informiert, steht es auch schon so im Klappentext, bei mir allerdings nicht. Da das Ganze aber aus Sicht der zwar inzwischen schon erwachsenen, aber älteren Schwester erzählt wird, erfahren wir nie mehr, als sie in der Situation eigentlich wusste. Also vieles versteht sie halt einfach noch nicht. Das Ganze ist demnach in sehr kurzen Sätzen, aber auch in sehr, sehr kurzen Abschnitten immer aufgeteilt, sodass man es wirklich gut und leicht lesen kann. Dabei sind dann einzelne Kapitel immer mit dem Namen so einer, ich sag mal, Nebenfigur betitelt, die dann eben so, also eigentlich auch nicht im Vordergrund steht, sondern deren Geschichte immer rundherum um das Geschwisterpaar, ihr Einfluss auf das Geschwisterpaar eben beschrieben wird. Was ich eine sehr angenehme Art und Weise des Erzählens fand, denn wir haben immer ein Zentrum, aber drumherum halt verschiedene Leute, die dann vielleicht mal so ein bisschen herangezoomt werden, und das funktioniert sehr, sehr gut. Die große Stärke des Buches ist meiner Meinung nach die Sprache bzw. Erzählweise. Es ist eine ruhige, wunderbare Art zu erzählen, für die ich noch gar nicht so das richtige Wort gefunden habe, wie ich euch das verdeutlichen soll. Das Ganze wirkt einerseits wie so ein Wintertag, wo alles unter einer dichten Schneedecke liegt und sehr, sehr dumpf ist, die Geräusche nicht sehr weit hallen, und andererseits wie das komplette Gegenteil, wie so ein schwüler Sommertag, in dem alle nur rumliegen und es ist sehr, sehr heiß und drückend ist und deswegen sehr ruhig. Also ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Es ist auf jeden Fall eine sehr leise, behutsame Art des Erzählens, hinter der aber immer so diese politischen Umbrüche stehen, die die Kinder vielleicht schon irgendwie mitkriegen, aber noch nicht verstehen. Sie wissen gar nicht, was los ist eigentlich. Und das ist alles im Großen und Ganzen wirklich, wirklich großartig erzählt. Die Sprache an sich ist eher knapp und wenig ausladend. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass das Ganze sehr, sehr ruhig wirkt. Was ich aber sehr angenehm fand, ist, dass es deswegen nicht gleich lakonisch wird, wie man es ja oft in junger deutscher Literatur sonst findet. Und das Ganze wirkt halt weniger so in die Richtung wie, naja, so ist es halt, sondern mehr so in die Richtung wie, ja, so ist es, genau so. Und ich fand es sehr angenehm, dass hier noch Menschen, also auch wenn sie nie fröhlich oder ausladend sind, trotzdem, dass ihnen nicht alles egal ist, sondern dass sie noch mitfühlen und an den ganzen Sachen beteiligt sind. Das war eine schöne Abwechslung zu anderer junger deutscher Literatur.
Und im Großen und Ganzen, auch wenn das etwas klischeehaft klingt, muss ich sagen, dass das wirklich so ein bisschen eine herzzerreißende Geschichte war. Das beste Beispiel ist eigentlich Isti, der kleine Bruder, von dem man anfangs vielleicht noch denkt, ach ja, das ist ein sehr, sehr zarter, etwas besonderer Junge, bis man dann langsam so merkt, oh, das ist jetzt vielleicht nicht mehr einfach nur träumerisch, sondern da stecken richtige Probleme dahinter. Also er beginnt auch Dinge zu hören, die kein anderer Mensch hören kann. Und allgemein möchte ich euch nochmal ein Zitat vorlesen. Also seine Schwester, die Ich-Erzählerin, hat eigentlich ständig Angst um ihn und ist vielleicht auch nicht ganz unbegründet. Hier noch einmal ein Zitat. Isti wusste nicht mehr, ob er schlief und träumte oder ob er wachte, und ich sollte es ihm sagen. Aber wenn ich erklärte, du bist wach, wir reden doch, deine Augen sind offen, fing Isti an zu weinen und fragte, warum lügst du? Ich schlafe doch. Isti sah keine Gesichter mehr, er konnte sie nicht erkennen, erst wenn jemand anfing zu reden, konnte er auf dessen Gesicht sehen. Und wenn ich ihn fragte, und mein Gesicht? Schüttelte Isti den Kopf. Er sagte, die Dinge schmecken nach Glycerin, nach Seife, nach Handcreme. Er spuckte sein Essen aus, zurück auf seinen Teller. Und als unser Vater es aufgab, ihn dafür zu ohrfeigen, wusste ich, Isti war auf dem Weg in eine Art Vogelfreiheit. Unser Vater blieb ruhig, selbst als Isti den Zwinger öffnete und die Hunde freiließ, in einer dieser Nächte, als wir Kopf an Fuß und Fuß an Kopf auf dem Sofa lagen und Isti aufwachte, weil er die Hunde bellen hörte und dieses Bellen nicht mehr ertragen konnte. Er stand auf, ging ohne Schuhe über den Hof, ließ die Hunde aus dem Zwinger, öffnete das Tor zur Straße und dann liefen sie ins Dorf und Isti schrie so laut er konnte, bellt nur so viel ihr wollt, bellt nur. Und das Ganze wird auf eine zarte, sehr eindrückliche Art und Weise geschildert. Außerdem mit einer trotz der Knappheit sehr poetischen Sprache oder zumindest auf jeden Fall nicht flachen Sprache. Und insofern kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Es ist ein wunderbares Buch. Ich würde es euch am liebsten allen schicken, damit ihr es lesen könnt. Ein großartiges Debüt. Ich danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ob andere von euch das auch gelesen haben. Vielleicht auch den nächsten Roman von ihr, ob der genauso gut ist. Und möchte mit der Autorin eigentlich weitermachen. Die Sprache hat mich absolut überzeugt und bin gespannt, was es noch so von ihr geben wird. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Hoffe auf eure Kommentare und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis bald.